help me God. Congratulations, Mr. President. 2009. US-Präsident Barack Obama wird vereidigt. Deutschland erholt sich langsam von der Wirtschaftskrise und Porsche stellt am 19. April in Shanghai seine vierte Baureihe vor. Der Aufsichtsrat der Porsche AG gab grünes Licht für den Bau der vierten Baureihe. Der Name des Fahrzeugs lautet Panamera. Es handelt sich um ein für Porsche vollkommen neuartiges Fahrzeug, ein sogenanntes Sportcoupé. Als Neuling im Luxussegment hat der Panamera starke Konkurrenz. Mercedes, Maserati, Jaguar, um nur einige zu nennen, sind mit starken Autos in dem Segment vertreten. So ist von Anfang an klar, der Panamera muss sich von der Konkurrenz deutlich absetzen. Wir sind fest davon überzeugt, dass man die hohen Erwartungen, die man an einen Porsche setzt, auch mit dem Sportcoupé erfüllen kann. Und bezüglich Fahrdynamik und Performance werden wir die klassischen Porsche-Gene in die Zukunft tragen. Fahrdynamik und Performance, zwei Kernkompetenzen der Ingenieure im Entwicklungszentrum Weissach. Die Erfahrungen aus jahrzehntelanger Sportwagenentwicklung wie dem 911er fließen in den Panamera. So entsteht ein luxuriöser Viertürer mit Sportwagen-Genen, eben typisch Porsche. Und zum Luxus gehört beim Panamera vor allem auch großzügig Platz zu haben. Obwohl ich über 1,80 Meter groß bin, habe ich Kopffreiheit über eine Handbreit über dem Kopf. Genauso großzügige Ellenbogenfreiheit, Armfreiheit und Beinfreiheit. Diese Freiheit im Innenraum mit dem Porsche-typischen Design zu vereinbaren, war eine Mammutaufgabe für das Team rund um Michael Mauer. Und diese Kombination aus hinten den nötigen Kopfraum schaffen, einer Fließheck-Anmutung und das Ganze unter 5 Meter, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, das war einfach für den Designbereich. So entstand ein Heck mit spät abfallender Dachlinie und eine Limousine ohne klassischen Kofferraumdeckel. Neben vielen positiven gab es dafür aber auch kritische Stimmen aus der Presse. Ich gebe auch gerne zu, dass die reine Seitenansicht des ersten Panameras nicht unbedingt die Schokoladenseite war, aber dem Fahrzeug eben auch sofort eine ganz eigene Charakteristik gegeben hat. Und das würde ich höher bewerten, weil damit das Fahrzeug seinen eigenen Platz gefunden hat. Es war eben nicht noch eine Limousine wie alle anderen. Und der Erfolg gab Porsche recht. Die erste Generation des Panamera wurde über 160.000 Mal verkauft. Das war extrem wichtig für das Unternehmen, weil Porsche rund 1 Milliarde Euro in die Entwicklung und Produktion des Fahrzeugs gesteckt hatte. Für die beiden Generationen des Panamera wurde der Porsche-Standort Leipzig über die Jahre hinweg mit über 100.000 Quadratmetern und 1.200 Mitarbeitern ausgebaut. 2016 kam die zweite Generation des Panamera mit deutlich geschärftem Design auf den Markt. Ein Jahr später folgte der Panamera Sport Turismo, der nochmal mehr Platz für Passagiere und Gepäck bietet. Auch technisch hat sich einiges getan. Das Topmodell mit 680 PS ist jetzt ein Hybrid. Heute ist der Panamera fester Bestandteil der Porsche-Familie. 2018 hat Porsche über 38.000 Einheiten verkauft. Damit gibt man sich aber nicht zufrieden. Die Arbeiten an der nächsten Generation laufen schon auf Hochtouren. Und die spannende Frage wird natürlich sein, wie ein Nachfolger von einem Panamera bezüglich der Antriebstechnologie sich weiterentwickelt. Und die Frage, die muss sicherlich Porsche in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar Monaten beantworten. Doch egal mit welchem Antrieb, die Erfolgsgeschichte... Elegant, powerful, and full of technical highlights. The Porsche Panamera has united comfort and driving fun for 10 years. Looking back,
After years of development, Porsche presents the first generation top-class limousine in 2009. Impressive, the many technical innovations which have never before been built into any luxury mass production model. Particularly fascinating is the retractable rear spoiler, a feature which has kept Stefan Adams and his colleague Oliver Fischer busy for many years. Both the development and range managers, together with the aerodynamic team, came to us explaining that the planned spoiler was not large enough. It was clear to all involved that we had to keep the typical Porsche fly line, so we set about solving the problem, which was, how can we fit so much surface area into such a small space? That's how we arrived at the concept of the first generation Panamera. Based on the conditions set by the styling and our aim for a certain spoiler size, we had the idea of widening the surface area and were ultimately able to achieve the lift target values even for the turbo model. Und konnte damit dann letzten Endes die Auftriebszielwerte auch für die Turbomodelle realisieren. The second generation Panamera arrived in 2016, and the engineers once again excelled themselves by more than doubling the surface area and integrating different tilt angles, allowing for optimal aerodynamics. The spoiler's eco position is first and foremost designed to achieve the lowest air resistance. This position is used in normal driving conditions for moderate wind speeds of between 90 and 200 kilometers an hour and low consumption. As of 200 kilometers an hour, the aerodynamic requirements are to reduce lift, and to achieve that, the spoiler tilt is increased. An extraordinary amount of technology is built into the spoiler to enable it to move under such enormous pressure. It contains more than 300 parts. We use two electric motors and between 25 and 30 different materials. We have a ground plate that is securely screwed to the boot lid, and then there are the flex shafts, the multi-joints. It's basically a tiny technical miracle. And through this ingenious mechanism, the spoiler gains 10 centimeters of surface area on either side. Both engineers and aerodynamic engineers can be really proud of this achievement. So, happy 10th birthday, Panamera.